Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen auf dem Weg ins Tal der Toten. Es kann natürlich nur ein wunderschöner Ort sein. Mit viel Urlaub. Und währenddessen trinke ich meinen schwarzen, heißen Kaffee. Weil leider ist meine Milch ausgegangen. Ich bin eigentlich ein Milchkaffee-Pussy-Trinker. Eines Tages Kaffee-Vollautomat. Oh mein Gott, das Gebiet ist riesig. Der Leichnam hat eine unnatürliche Haltung. Sein Rücken ist gekrümmt. Seine Finger umklammern seine Kehle. Das Gesicht dieses toten Mannes ist angstverzerrt. Ein schwacher, widerwärtiger Gestank strömt aus Löchern im Boden. Ich denke mal, dass es hier sowas wie eine Giftgasfalle gibt. Ah, da oben ist die Krebia. Das hämische Krächzen des Rahmen hallt von den Wänden wieder. Ihr seid gekommen, Mensch. Vorbei an dem alten Tor, durch das Tal der Toten. Ihr habt alle niedergestreckt, die euch im Weg standen. Trotz der Gefahren, die euch erwarten. Seid ihr gekommen. Mein Meister wusste, ihr würdet ein würdiger Diener sein. Nur noch ein Schritt, Mensch, und ihr seid im Heiligtum meines Meisters. Akzeptiert euer Schicksal ohne Furcht, dann wird vor Wodakai gnädig sein. Aber vergesst nicht, sobald ihr die Tür vor euch geöffnet, gibt es kein Zurück mehr. Ich bin bereit, deinen Herrn zu begegnen. Geht hin, Mensch, möge euer Tod mit der Ekstase immerwährenden Leiden verflochten sein. Ja, jetzt geht die Tür zu und die andere auf. Now is the beginning of the hunt. Let us strike as one. Last wishes. Oh nein. Scheiße, ich glaube, ich muss doch nochmal zurück. In die Heimatstadt. Oh, ich kann nicht mit denen kämpfen mit der Schwelle am Tod. Und warum haben jetzt andere Charaktere? War es von Anfang an Pascal Meides? Ach, ich weiß doch auch nicht. Ach doch, ich kann ja in dem Dorf rasten. Fällt mir gerade ein. Ich muss ja nur R drücken. Wenn ich im Dorf bin. Ja, sorry Leute, wir müssen nochmal zurück. Das hat halt kein, das macht halt keinen Sinn. Vergesst das nur immer wieder mit der Rast in den anderen Gebieten. Beziehungsweise in meinen Dörfern. Damit wird auch die Schwelle des Todes nicht abgewandt. Kann man nicht erzählen, dass ich hier in dem Dorf nicht vernünftig rasten kann? Nein, den nicht verkaufen. Den Kleinkram aber.
Ich habe jetzt ein paar Rationen mitgenommen. Weil ich die ja dann brauche. Besuch des Heilers der Hauptstadt. Und wenn ich jetzt einfach nach Restorf nach oben gehe. Ich war schon lange nicht mehr da. Dass ich mich da vielleicht heile. Unterwegs können wir ja noch ein paar kleine Gebiete besuchen. Um ein bisschen besser zu werden. Ach, scheiße. Vielleicht von der anderen Seite dahin. Vielleicht. Die Ruinen des Turms erhoben sich über die umliegenden Ebene, sich über die umliegende Ebene wie ein Grabstein, dessen Inschrift längst dem Zahn der Zeit zum Opfer gefallen war, genau wie die Sprache, in der sie einst verfasst worden war. Jede bröckelnde Stufe der riesigen Treppe war so hoch wie die Brust eines erwachsenen Mannes und das riesige Portal, wo die Tür einstand, war breit genug, dass unsere gesamte Gruppe nebeneinander hindurchtreten konnte. Wir entschieden uns, auf den Turm zu klettern. Oh, gescheitert. Es war zu schwer, sich vorzustellen, wie groß das Gebäude gewesen sein musste, ehe es unter seinem eigenen Gewicht zusammenbrach. Vielleicht hätten uns auch seine Eigentümer überragt, wären sie noch zugegen gewesen. Dennoch, ein erfahrener Kletterer könnte den Turm über die Löcher und Risse in der Mauer wohl erklimmen. Nochmal, dann kletterst du halt. Ich muss ihn nehmen. Pascal Meile spuckte sich in die Hände und kletterte flink zu einem der hohen Vorsprünge hinauf. Den Überresten des ersten Stocks, dort waren die Wände in noch schlechterem Zustand. Sie waren übersät mit Gravuren, kaum leserlichen Symbolen und einer uralten Sprache. Nachdem er wieder zu Atem gekommen war, beschloss er, zu versuchen, die Inschriften zu lesen. Pascal Meile entfernte das Moos von einigen Symbolen, die in den Stein eingraviert waren, und studierte sie sorgfältig. Der Zahn der Zeit hatte an den Symbolen genagt. Pascal Meiles konnte nicht einmal die Inschrift von den feinen Rissen unterscheiden, die die Wand durchzogen. Da keine Hoffnung bestand, etwas Nützliches herauszufinden, beschloss er, weiter zu klettern. Hier oben war, mein Gott, weiter nach oben zu klettern war keine leichte Aufgabe. Pastor Meides glitt mit den Fingern an dem nassen Moos ab und die Steine unter seinen Füßen bröckelten. Von einem Vorsprung auf der gegenüberliegenden Wand aus beobachtete ein großer schwarzer Rabe den Aufstieg von Pascal Meides. Pascal Meides klammerte sich an die Symbole, die in die Wand graviert waren, und begann langsam nach oben zu klettern. Endlich kam er oben an. Ein unförmiger Stumpf war alles, was noch von der Spitze übrig war, die einst bis zu den Wolken gereicht haben musste. Hier oben war jedoch kein Schatz zu finden, von dem Atemraum Ausblick auf die Umgebung einmal abgesehen. Pascal Meides beschloss, dass er genug gesehen hatte und kletterte vorsichtig wieder nach unten. Danach beschlossen wir, uns abzuwenden und zu gehen. Ja, hätte ich mehr Wissen gehabt, hätte ich da oben was finden können wahrscheinlich, aber so war da nichts zu holen. Es ist euer Gnaden. Er möchte mit uns reden. Ein totes Pferd. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Dieses Pferd ist offenbar bei dem Versuch abgestürzt, den Fels hinaufzuklettern. Es muss fürchterliche Angst gehabt haben, um überhaupt den Versuch zu wagen. Da unten ist irgendwie ein Loch. Im Boden befindet sich ein tiefes Loch, das erst kürzlich gegraben wurde. Am Boden des Lochs siehst du einen Haufen blutiger Lumpen, die offenbar die Überreste der Kleidung eines Barbaren ist. Die Beine des Pferdes sind mit tiefen Wunden übersät, offenbar Bissspuren. Doch das Tier
ist durch menschliche Hände gestorben, seine Kehle wurde sauber durchtrennt. Der Barbar scheint durch einen massiven Blutverlust gestorben zu sein. Sein Körper ist mit schrecklichen Wunden übersät. Doch in seiner Hand hält er noch immer ein Messer. Die Inschrift auf dem Stein wurde mit Blut geschrieben. Sie lautet: Fliehen hilft nicht, das Gras verrät. Bleib bei mir, lieber sterben, denn als Futter enden für. I'm there. Einen riesigen Wurm? Ne, irgendwas anderes. Ein alter Landhai. Let us strike as one. Do not falter. So, ihr geht mal ein bisschen weg. Ich denke, wir haben eine gute Chance, den so zu erledigen. Das soll die Viecher hier getötet haben. Dafür sind doch viel zu viele Löcher hier. Ich bin enttäuscht. Ihr hättet mir etwas minimal Schwierigeres entgegenschmeißen können. So, den eingestürzten Gang nehmen wir auf dem Rückweg. Gut, dass das Gebiet hier keinen Wald hat oder sonst irgendwas, soll ich können wir so richtig schön schnell reisen. Rinderpestfriedhof. Das kann doch nur eine schöne Ortschaft sein für einen guten Familienurlaub. Hallo Rinderpestfriedhof. Was Hallo. Gibt es zu sehen? Ein rastloses Schreckgespenst. Du bist jedenfalls kein Rind. Noch mehrere rastlose Schreckgespenste. Gespenster. So. Gib ihm meine zerstörerische Waffe. Weil ich merke gerade, ist gar nicht mal so cool, gegen die zu kämpfen. Die geben mir negative Stufen, da habe ich ja auch immer so einen Bock drauf, ne? Ja, sehr schön. Hast geht jetzt sogar über 2 Minuten, der Zauber. Vorher ging der 1 Minute. Wir müssen hier Untote Schaden zufügen mit unserem... mit unserem Kleriker. Damit kriegen wir die. Komm, mach Platz. Ah, Fehlschlag.
mit den magischen Geschossen. Und nochmal den untoten Schaden. Habe ich nicht irgendwas? Um ihn nochmal weh zu tun? Geräuschexplosion wird die nicht stören. Okay, das war's schon. Schon! Wir haben schon gut was ausgehalten. Oh, ein Schutzring 3. Und eine Narrenweste. Immer wenn der Träger dieser bunten Weste fürchterlichen Lachanfall wirkt, erhöht sich ihre Zauberstufe um 2. Vor allem liegt hier auch einfach eine riesige, wie sagt man? Leviathan? Nein. Waldschlange? So, und der Schutzring. S3 ist auch nicht schlecht. Ja, ihr addiert euch ja nicht. Ah, du kannst doch profitieren davon. Und ab. Ob ich bei den Schwertfürsten direkt gefangen genommen werde? Ah, Baron Meides. Scheiße, ich hab mich nicht um die negative Stufe gekümmert, ne? Geh nochmal kurz in das Gebiet rein. Ich glaube, zurzeit kann ich das noch mit der teilweisen Genesung korrigieren. Solange die Zeit nicht abgelaufen ist. Give the right order. Here, my friend. Oder auch nicht. Ich habe heute übrigens einen Kommentar bekommen zu einem alten Video von mir, wo es darum geht, dass ich ja eigentlich ein Total War Spieler bin und nur Total War spielen sollte auf meinem Kanal. Und ich glaube, es würde sogar dem Kanal auf einer Seite helfen, auf der anderen Seite ist es aber nicht das, was ich nur spiele. Ich glaube, das ist das Problem. Aber so habe ich es ja noch nie so suggeriert, dass ich nur Total War spiele. Ich interessiere mich halt für mehr als Total War. Moment, da unten ist noch was. Zwei weitere Gift-Hydra-Augen. Und dass der Mobs viel zu häufig vorkommt in Videos. Wo ich mich gefragt habe, in welchen Videos? Ich glaube, er taucht mal ganz kurz auf, alle 20 Parts vielleicht. Wo er mal kurz auf meinen Schoß will. Und ich glaube, das hält sich noch in Grenzen. Ich bin jetzt kein verrückter Mobs-Papa, der die ganze Zeit meint, das Video zeigen, also ihn zeigen zu müssen. Oh.
Das fällt alles unter ein Gebiet von Restdorf. You should have run! I'll fight if I have to. Onwards! Cannot hide from me. I need to catch my breath. Jetzt auch direkt einen Feuerball schmeißen. Das wird die direkt vernichten in den Ecken. Blut kann ich nehmen, wenn wir rausgehen. Sieht aber nicht so aus, wenn die irgendwas von Wert dabei hätten. Na toll. Nicht mal Goblins haben jetzt noch 100er Waffen. Jobbilus muss sich auch mal melden wegen dem Rätsel, wo ich gerade den Infotext sehe vom Ladescreen. Wir haben ja bei diesem Debattier-Schieß-mich-tot mitgemacht. Und toll, von hier aus kommst du gar nicht hoch nach Restdorf, ey. Ich könnte kotzen. Zieh dir die Scheiße rein. Sind voneinander getrennt und hier ist doch eine Straße nach da oben. Oh, da fällt dir nichts mehr zu ein zu so einer Scheiße. Das bedeutet, ich muss jetzt wirklich 2 Tage nach Hause. Na, zwei Tage und eine Stunde. Bestimmt wieder Diamantenstaub. Ah ne, wir haben noch 44. Hat doch 50 nur. Das bedeutet, ich habe den Zauber nur 3-mal gesprochen. Willkommen, mein Königreich. Ein Dorf wurde zu einer kleinen Stadt ausgebaut. Machen wir die Halblings-Sauftown. Und graden die ab. In einer der Regionen der Baronie wurde ein Bordell unter dem Schutz von Kalistras Tempel eröffnet. Es hat täglich mehr Kunden. Erastes Anhänger sind erzürnt. Diese schändlichen, gefallenen Frauen zerstören Familien. Also Familien zerstören die eigentlich nicht. So, du kannst dich um die Invasion der Spinnen mal eben kümmern. Wie viel Zeit haben wir denn, bis der Fluch wieder auftritt? 90 Tage. Und meine Kleriker haben mir auch gesagt, in 2 Monaten würde irgendwas passieren. Übrigens, man kann über die Erschöpfung hinaus auch weiterreisen. Das hier ist dann das gefährliche Zeichen, entkräftet. Das kostet mich dann mal richtig. Adventures can wait. So, ab ins Bett. Anzeigefehler, also nochmal schlafen. Ah. Das Projekt von unserem Zwerg ist fertig.
weil wir jetzt in unserem eigenen Reich die Immunität gegenüber Gifteffekten haben. Er hatte Erfolg. Göttlichkeit 2. Bevor ich es vergesse, hat man in der Hauptstadt alles gebaut? Ja. Ah ne, wir haben noch ein paar Plätze frei. Bibliothek, Fort, Gefängnis, Gerberei. Befinden sich mehr als eine Gerber... Moment, gewähren die zusätzlichen Gerbereien einen Malus... Befinden sich mehr als eine Gerberei in einer Siedlung, gewähren die zusätzlichen Gerbereien einen Malus von minus 1 auf Gemeinschaft und Loyalität. Kann nur an einem separaten Platz gebaut werden. Koboldquartier. Ein hässlicher Ort mit schmalen Gängen und dunklen Ecken. Die perfekte Umgebung für einen Kobold. Plus 3 auf Spionage. Ein Ort, an dem Kinder das Lesen und Schreiben lernen. Wenn an einen Schrein angrenzen, plus 1 auf Militär, wenn an einer Kaserne angrenzen. Wir können doch eigentlich hier den Schrein setzen. Also beziehungsweise direkt angrenzenden Schrein. Moment. Scheiße. Verdammt, ich wollte eigentlich den Bau abbrechen, damit die Schule dahin kann. Beschränkt auf Baronie mit guter Gesinnung. Kann auf ewig fließenden Brunnen verbessert werden. Taverne ist eine Steigerung für... Keine Ahnung. Ach schön. Noch Beziehung plus 1. Die Druckerei bleibt natürlich. Spiele können wir verbessern. Schrein können wir verbessern zu einem Tempel. Das kostet natürlich alles richtig gut Kohle gerade. Magierturm. Krankenhaus. Plus 1 Bonus für Regenten oder Ratgeber beim Beilegen von Situationen in dieser Region. Tja. So kriegst du deine Punkte auch weg. Proof. Ich ziehe mich mal 14 Tage raus aus den Geschehnissen. Und wenn ich da sehe, Ereignisse 14, möchte ich mich schon erhängen. So, Raserei in der Natur, erfüllt. Angriff unter Zyklopen hat er diesmal nicht geschafft. Magische Energie sammelt sich weiter an. In einem Monat. Der bevorstehende Angriff scheint seinen Ursprung in der Nähe der Hügel von Levenis zu haben. Invasion der Spinnen. Oh.
wird in seiner Stellung leistungsfähiger. Die erste Diplomatin möchte wichtige Themen mit ihm besprechen. Beschütze der Schwachen, Rückkehr der Untoten. Kampfpriester. Naja, da fehlt uns... Dann gucken wir uns mal, was der erste Diplomat will. Höge von Levinus. Will ich im Tal der Toten bin. Lindsay blickt stirnrunzend auf den Brief, den sie in ihren Händen hält. Ich habe das hier heute erhalten, ein offizieller Brief aus Razmiran mit einem Handelsangebot. Die Baronie ist offenbar groß genug geworden, um selbst in die entlegensten Winkel der Flusskönigreiche Neugierde zu wecken. Aber, Lindsay seufzt, ich glaube nicht, dass Razmiran der beste Verbündete wäre. Seit ihr selbsternannter Gott Razmir dort herrscht, blüht im ganzen Land die Tyrannei auf. Und sie halten wenig von ihren Nachbarn. Sie besetzen einfach jedes Land, bei dem sie es können. Ich an eurer Stelle würde das Handelsabkommen höflich ablehnen. Wer weiß, vielleicht ist es ein Trick, wobei die Bedingungen profitabel erscheinen. Dann lehne ich diesen Vorschlag ab. Ah, um ehrlich zu sein, bin ich froh darüber. Mir wäre nicht wohl dabei, mit einem Halunken wie Razmir Geschäfte zu machen. Und wir sparen... wir sparen nichts ein. Dragen verbeugt sich und spricht dich feierlich an. Seid gegrüßt, euer Gnaden. Wenn sich ein würdiger Herrscher als Förderer eines Meisters erweist, muss sich dieser der Tradition zufolge großzügig erkenntlich zeigen. Ich bin hier, um diese Tradition zu ehren. Knöchelbrecher. Danke. Verlangsamung. Ich speichere mal manuell. Weil wenn in 3 Wochen irgendeine große Arkanexplosion hier kommt. Warum? Woher? Und wieso? Aber erstmal machen wir jetzt den Break und sehen uns dann morgen wieder, wenn es weitergeht mit Pathfinder Kingmaker. Danke fürs Zuschauen. Bis dahin. Schöle, euer Imperator.